Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo, herzlich willkommen. Heute wieder eine Zuschauerfrage, live am Rentier. Live auf dem Rentier, genau. Guten Tag, Herr Kamera. Oh, das bin ich. Ich besitze nun seit gut einem Monat einen Deutz Karashi Tosai. Ich bin ein riesen Karashi-Goi-Fan und natürlich alles, was mit der Blutlinie zu tun hat, das heißt Chagoi und so weiter. Allerdings habe ich mit meinem Neuzugang ein kleines Problem. Er ist genau das, was ein Chagoi eigentlich nicht ist, schüchtern. Sobald ich mein Futter reinwerfe, gehen alle Koi hoch, nur er bleibt viel lieber unten. Und wenn er dann mal zielstrebig nach oben kommt, haut er komischerweise ganz ruckartig vor dem Futterkorn ab. Ich erwische ihn zwar ab und zu, dass er etwas isst, aber nicht so, wie es sein sollte. Ich habe auch ihr Konishi Black Label ausprobiert und da war es genau das Gleiche. Nur, dass es unter Wasser stattgefunden hat. Okay. So, weil es sinkt. Mhm, genau. Lieber Gruß, Tobias. Ja, lieber Tobias, das ist tatsächlich ein Phänomen, was jetzt ganz praktisch gewesen wäre, wenn du uns noch die Größe des Fisches hinzugeschrieben hättest, denn kleine Fische sind bekanntlich schüchterner als große, sind schreckhafter als große und vor allem hat man oftmals den Effekt, wenn man sehr viele große Fische im Teich hat und dann einen kleinen einsetzt, dass der sich irgendwie inmitten dieser Kolosse überhaupt nicht wohlfühlt und dann eher schüchtern ist. Aber, und das muss man auch sagen, wir haben auch unter unseren Karashi-Goi eher schüchterne Fische, wir haben auch eher vorwitzige Fische und man muss eins sagen, dank Black Label haben wir das zwar relativ stark angeglichen, dass man sagt, die Schüchternen werden genauso groß und voluminös wie die Vorwitzigen, aber die vorwitzigen Karashi-Goi sind eigentlich die am Ende des Tages riesengroß werden. Also ein ehemaliger, sehr guter Koi-Freund von mir, der hat immer gesagt, 50% des Wachstumspotenzials eines Karashi-Goi oder eines Chagoi geht auf dessen ruhiges Wesen zurück, weil er einfach sich vom Menschen nicht so sehr erschrecken lässt, weil er nicht so viel unnötige Energie mit schreckhaftem Rumgeschwimme, da muss man sich ja überlegen, das kostet ja alles Energie, ein schreckhafter Fisch, der permanent in Halb-Acht-Stellung ist. Ja, ein normaler Karashi-Goi, was glauben Sie, da ist der Grundumsatz ein sehr viel geringerer, was die Energie angeht. Der schwimmt und guckt und wenn es Fressen gibt, dann steht er da drunter, frisst in aller Ruhe, danach zieht er gemächlich im Teich seine Runden. Und dann beobachten Sie mal einen wirklich schreckhaften Fisch, der ist ständig in Halb-Acht-Stellung und guckt und macht und tut. Ich glaube, ich bin auch so ein schreckhafter Fisch. Ja, guck ihn mal an. Ich esse so viel. Und ja, und das hat wirklich damit was zu tun. Und der hat es wirklich damals auf 50% betitelt. Und da ist natürlich die Frage, natürlich die Genetik spielt eine Rolle, aber wir wissen auch, viele andere Varietäten können groß werden, wachsen aber entsprechend langsamer. Und wenn man sich die Karashi-Goi anguckt oder auch viele Chagoi-Blutlinien, die sind einfach tiefenentspannt, fressen, machen und können die aufgenommene Futterenergie und das Eiweiß in aller Ruhe fürs Größenwachstum umsetzen. Was hältst du von der Theorie? Das ist eine gute Theorie. Ja. Ja. Und das ist auch das, wenn wir abfischen zum Beispiel bei Konishi und wir haben einen Karashi-Teich, man schmeißt nach dem Abfischen die Karashis ins Becken und die kommen sofort und wollen fressen, sind völlig entspannt. Andere Varietäten wieder, die sind völlig, die legen sich erstmal in den Boden und machen und tun und die brauchen Tage, bis sie sich davon erholt haben. Man darf halt auch nicht vergessen, der Fisch ist ja jetzt erst seit einem Monat im Bestand und manche Tiere brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie sich an das neue Umfeld und an die neuen Mitbewohner gewöhnt haben. Und ich finde, da sollten Sie vielleicht schon noch ein bisschen Zeit dem Tier geben und schauen Sie wirklich mal, ob er in seiner Größe der Einzige ist, ob Sie viele sehr dominante Tiere sonst in Ihrem Teich haben, wo er vielleicht auch dann immer, wenn er zum Futter hin schwimmt, dass er irgendwie Angst bekommt von den anderen oder da weggedrängt wird, weil das kann wirklich auch ein Grund sein. Genau. Okay, alles klar. Vielen Dank, Tobias, und bis zum nächsten Blog. Ciao. Tschüss.